So, jetzt ist es installiert, also diese UT106-Einheit in dem PCR1000 von ICOM. Und ich habe jetzt hier Kurzwelle. Und das ist jetzt, ich mache erstmal ohne Filter. Ohne Filter. Also ohne diese UT106-Einheit. Mit Filter, ein enormer Unterschied. Man kann hier durch Links- bzw. Rechtsklick diesen Drehschalter verändern. Unglaublicher Unterschied. Also das ist eine wirklich lohnende Investition. So. Mit Filter, das ist jetzt Amateurfunk, Kurzwelle 7134. So, jetzt ohne Filter. Jetzt wieder mit. Notch-Filter steuert sich automatisch, verzerrt aber die Sprache manchmal doch sehr. RTTY mit Filter, ohne Filter. Ist jetzt aber wenig Filter. Jetzt mache ich mal mehr.